Meine lieben Menschen, wie ihr unschwer erkennen könnt, war ich gerade eben bei Square Enix und habe mir Life is Strange Before the Storm angesehen. Das ist ja ein angekündigtes Prequel zu Life is Strange, in dem es eigentlich eher um Chloe geht. Und zwar ist sie die Protagonistin und beleuchtet wird die Hintergrundgeschichte zu Rachel, die ja im Hauptspiel verschwindet. Das ist ja das große Mysterium bei Life is Strange, eines der großen Mysterien, was ist mit Rachel passiert. Und ja, es geht in diesem Spiel darum, so ein bisschen rauszufinden, wie war die Beziehung zwischen den beiden? Wie ist diese Freundschaft entstanden? Was war, als Max nicht da war? Es spielt weiter in Arcadia Bay. Das alles wird so ein bisschen beleuchtet werden. Die ganze Geschichte spielt 3 Jahre, bevor Life is Strange wirklich beginnt. In der Hauptrolle, habe ich gerade schon mal gesagt, die gute Chloe Price. Noch ohne blaue Haare, noch ein ganz, wie es scheint, braves Mädchen. Also sie schwebt so ein bisschen zwischen den Welten, würde ich sagen. Sie ist gerade so auf der Schwelle zu dem, was sie eigentlich ist, wie wir sie kennen. Und wir haben eine Location gespielt, beziehungsweise in einer Demo gesehen, eine ganz neue Location in Arcadia Bay, nämlich die alte Mühle. Da ist Chloe zu einem inoffiziellen Konzert gegangen. Und da war es genau wie in Life is Strange, also komplett die Mechaniken sind übernommen worden, der Look ist der gleiche, das Feeling ist sofort das gleiche, du weißt genau, aha, das ist Life is Strange, du kennst dich sofort aus, du weißt genau, was du tun musst, manche Objekte kannst du angucken, manche Objekte kannst du, mit manchen Objekten kannst du interagieren, das ist halt sofort drin. Und wir haben auch schon die erste Person wiedererkannt, und zwar saß in dieser alten Mühle saß der gute Frank, der ja zum einen Chloes Dealer war und zum anderen auch Rachels Freund. Und man hat nicht wirklich viel über ihre Beziehung erfahren. Er hat ihr dann später nochmal aus der Patsche geholfen, aber die kennen sich bereits damals und das ist schon damals ihr Dealer. Und da merkt man halt schon, wie früh diese ganzen Ereignisse eigentlich angefangen haben. Ja, und dann passieren halt ein paar Dinge. Wir durften selber entscheiden, das Publikum durfte quasi entscheiden, wie die Geschichte ausgeht, ob wir uns gegen den Rüpel wehren oder nicht, ob wir Geld klauen oder nicht. Und dann haben wir versucht, das im Kollektiv so ein bisschen in unsere Richtung zu drehen und haben so ein bisschen die Rogue Chloe raushängen lassen. Es war sehr spannend zu sehen, unterscheidet sich aber echt nicht wirklich vom Original-Hauptspiel. Was eine gute Sache ist, finde ich. Also, es ist ja von Deck 9 entwickelt. Das Originalspiel kommt von Dontnod, also es ist ein ausgelagert worden quasi. Aber trotzdem haben die es geschafft, irgendwie so ein bisschen den gleichen Tonfall zu treffen. Und ich finde es auch sehr interessant, Chloe scheint in so einer Übergangsphase zu sein. Also sie ist noch nicht ganz so der Rebell. Sie weiß, glaube ich, nicht so, wo sie eigentlich hin soll im Leben. Weil sie gerade ja immer noch darunter leidet, dass sie ihren Vater in diesem Autounfall verloren hat. Das ist ja da zu diesem Zeitpunkt 3 Jahre früher noch präsenter. Sie lernt in diesem Augenblick auch erst Rachel kennen. Da haben wir dann später Videoszenen von anderen Teilen der ersten Episode gesehen, wo es ein bisschen mehr um die, ja, um die Freundschaft zu Rachel geht und wie sie sich kennenlernen. Und das war schon, das alleine war schon ziemlich heavy. Also sie waren unter anderem auch auf dem Schrottplatz, den wir ja alle kennen, und hatte dann so eine, Rachel hatte dann so eine ganz weirde Phase, so ein bisschen, als hätte sie irgendwie psychische Probleme, irgendwas belastet sie total und sie wollte nicht drüber reden. Und wir haben uns dann, oder beziehungsweise das Video hat dann entschieden, dass Chloe da aber immer weiter drin rumstochert. Und dann ist es irgendwie mega eskaliert auf einmal und die beiden haben sich gestritten und Rachel hat gesagt, ich gehe jetzt, ich kann nicht mit dir befreundet sein. Und es kam auch schon ein bisschen wieder dieses Lesben-Ding durch, was man ja auch im ersten Teil hatte, die Option, möchte man Chloe opfern oder halt die Stadt, ne? Und dass man so ein bisschen diese Andeutungen hatte, dass da mehr zwischen den beiden ist. Das wird auch in diesem Fall so sein. Wir haben uns, glaube ich, in diesem Video dagegen entschieden. Und haben gesagt, ey, wir sind Freunde und Rachel wollte das irgendwie nicht hören und dann waren alle sauer und es wurde sehr, auf einmal sehr hoch emotional und ich glaube, das wird auch die Stärke dieses Spiels sein. Ich glaube, es geht noch mehr auf Emotionen als Life is Strange. Es ist auf jeden Fall ohne übernatürliche Kräfte, soweit ich mich erinnern kann,
Sie haben auf jeden Fall gesagt, keine Zeitreisen, was ich cool finde. Ich finde, es wird auch nicht reinpassen, ganz ehrlich gesagt, weil das ja so, das war halt Max Ding einfach. Das war das, der Aufhänger quasi zu Life is Strange. Und ich fände es irgendwie falsch, wenn das jetzt in diesem Spiel auch so gehandhabt werden würde. Tut es aber nicht. Was übernommen wird in einer Art und Weise ist der Fotomodus. Ich mache das mal in Anführungsstrichen. Es war ja kein richtiger Fotomodus. Ihr hattet in Life is Strange die Gelegenheit, ab und zu mal Fotos zu machen und die in euer Tagebuch zu kleben. Das wird es hier auch geben, aber in Art von Graffiti. Weil Chloe ist natürlich keine Fotografin, ne? Sondern sie hat sich schon früh für Graffiti interessiert. Und deswegen gibt es halt manchmal die Option, gewisse Sachen zu verschönern. Das wird so das Ding von Chloe sein. Ja, insgesamt hatte ich einen sehr, sehr positiven Eindruck. Es wird 3 Episoden anstatt 5 geben. Ich habe auch gehört, dass es in einer speziellen Version, wenn ihr irgendeine spezielle Version des Spiels kauft, wird es eine Bonus-Episode dazu geben. Wie man das heutzutage so macht, ne? Ist halt so. Und ich muss sagen, ich freue mich. Die erste Episode kommt am 31. August zu uns. Auf der Gamescom wird man wesentlich mehr sehen. Und ich weiß aber nicht, ob ich euch raten würde, euch viel davon anzugucken. Denn Life is Strange Before the Storm wird ein Spiel sein, das von der Story lebt. Ganz klar. Und wenn man davon zu viel sieht, dann hat man einfach schon sich zu viel kaputt gemacht. Gerade weil es 6 bis 9 Spielstunden nur sein werden. Naja, es nimmt halt viel vorweg, ne, wenn man sich schon mal irgendwie 20 Minuten anguckt. Und deswegen müsst ihr selber entscheiden. Ich sag euch, es ist ein Knaller. Ich habe richtig Bock drauf. Ich mochte Life is Strange. Es war einer meiner Lieblingsspiele vor 2 Jahren. Deswegen werde ich einfach mal meine uneingeschränkte Empfehlung dafür aussprechen. Und bedanke mich an dieser Stelle fürs Zugucken. Vielen Dank.